Madoka auf ihrem Bett? Warte, das ist die Junge? Hä, hey, warte, da hockt die Echte. Ich nehme mal erst die Sachen da hinten, ne? Du hockst ja hier wahrscheinlich noch länger. Ja, ein Scheißdreck. Irgendwelche Puppen versteckt. Ja, aber die sitzt da einfach. Ne, die sitzt da nicht wirklich, oder? Ah, okay. Alte Schwesternjournal, könnte Aufschluss über die Klinik geben. Ayako aus Zimmer 207 macht wieder Probleme. Um 15 Uhr hörte ich Madoka weinen. Als ich zu ihr lief, musste ich feststellen, dass der Kopf ihres Kanarienvogels mit einer Schere abgeschnitten worden war. Ayako stand mit einer blutverschmierten Schere daneben und es war offensichtlich, dass sie es getan hat. Ich habe immer mit ihr geschimpft, aber sie hat nur gelacht und zeigt nicht die geringste Spur von Einsicht. Möglich, dass sie eben nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden kann, aber Ayakos Streiche gehen einfach zu weit. Ich fürchte, dass sie einen schlechten Einfluss auf Madoka und die anderen Kinder ausübt. Aber die Anweisung der Rektor Haibaras hindern uns daran, effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also das mit den Wachsmalstiften schenken war nicht so die geilste Idee. Hervorblickendes Mädchen. Das ist auf jeden Fall die Oberbitch. Jetzt gehen wir wahrscheinlich in ihr Zimmer. Von Ayako gerufene Schwester. Was? Ist das euer Ernst? Alter. Oh, ist das echt eine gute Idee, in ihr Zimmer zu gehen? Alter, was ist denn das alles? Oh fuck, wir sind so am... Alter, wir sind so am Arsch, Mann. Die kann fliegen, das ist unfair. Wir brauchen eine Flagge. Thank you.
Alter, der haue ich jetzt ein Mega-Foto rein. Nein, ich hab's noch nicht erwischt. Alter. Hä? Was ist denn mit Heilung? Oh oh. Ich hab mir ja keine aufgenommen, kann das sein? Boah. Oh, das Spiel, ne? Huh. Er ist der Bruder von dem Doktor, oder was? Er hat keine Kamera. Das ist mein Notizbuch, wie ist das hierher gekommen? Ausschnitt aus der Zeitung, vermisste Mädchen gefunden. 5 Mädchen, die seit 2 Wochen vermisst waren, wurden gestern Nacht unversehrt aufgefunden. Namen der Mädchen lauten wie folgt: Misaki Aso, Marie Shinomiya, Madoka Tsukimori, Tomoe Nanamura, Ruka Yomotsuki. Der Vorfall ereignete sich am gleichen Tag wie der Unfall während der Rogetsu Kagura. Der Glaube an ein übernatürliches Phänomen beschert dem Vorfall große Aufmerksamkeit. Gestern gegen 23 Uhr entdeckte Chishiro Kirishima von der Kripo Anomamura die 5 Mädchen auf dem Gelände der Haibara Klinik. Laut Polizei ist der Hauptverdächtige für die Entführung der Mädchen ein Angehöriger der Haibara Klinik. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zu den Personen und Ereignisse, während du im Spiel weiter voranschreitest, kommen neue Einträge hinzu. Kassenrekorde nicht mehr nachforschen verwende. Der Vorfall. Phase 3. Verlorener Tag. Choshiro Kirishima. Alter, wenn mir sowas nachts im Dunkeln vorspielen würde, Alter, ich hätte so Schiss, Alter. Wenn ich jetzt hier nicht wüsste, dass es einfach nur ein Spiel ist. Anotoki. 神隠しにあったルカたちを
この病院の地下で見つけた。それで全てが終わったと思っていた。だが、あの時の5人のうち、2人が死んだ。事件は終わっていないのか。 Er kann gar nicht rennen. Warum warst du in der Höhle? Also er weiß auf jeden Fall scheinbar einiges. Geistertaschenlampe. Ah, das ist das, was damit gemeint war. Geistertaschenlampe schießt in einem Geiststein gespeichertes Mondlicht, aber macht Geistern damit den Chaos. Drücke den Dreieck, um die Geistertaschenlampe zu aktivieren, während sie in Bereitschaft ist, drücke und halte RT, dann lass ihn wieder los, um einen Mondlichtstrahl abzuschießen. Je länger du den RT gedrückt hast, desto größer wird der Radius. Andere. Oh oh. Ich habe kein Mondlicht mehr. Ah, das lädt erst wieder auf dann. Beide? Oh. Das ist also das Erblühen, von dem Sayaka gesprochen hat. Das ist nur mit den Leuten auf dieser Insel passiert. Das ist irgendwas damit zu tun, dass Haibara hier auf der Insel ist? An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Lichtbildobjektiv. Chishiro kann Fotos machen, wenn er das Lichtbildobjektiv ausrüstet. Entfernt es beim Angriff auf Rachegeister. Wechseln. Ah, speichern. Hat er auch Kostüme, Alltagskleid? Also der hat auch 5 Stück. Sonnenbrille und dann die blöde Kamera. Ein Warnhinweis für die Angestellten aus. Bitte achten Sie auf nachts umherwandelnde MLS-Patienten. Bitte vergewissern Sie sich nach der gegenwärtigen Mondphase, wenn Sie Nachtdienst haben. Bei Vollmond überprüfen Sie bitte alle Schlösser. In wolkenfarbenen Nächten erhöhen Sie die Zahl der Rundgänge.
Hä? Der Rezession ist eine runde Öffnung. Hinter ist ein Regal mit Medizinfläschchen und Akten zu sehen. Aber war da nicht gerade? Da! Kann ich hinter die Rezeption einfach gehen? Mädchen mit langen schwarzen Haaren sind einfach nur übel. Aufzug kann ich wahrscheinlich nicht nutzen, ne? Alter Aufzug. Nee. Ich muss dahin, wo das Mädchen ist. Wie war denn jetzt das bei ihm eigentlich? Geistertaschenlampe. Fotografiefunktion. Es ist mehr der Objektiv auszurüsten und zwischen ihnen zu wechseln. Messe zeigt die Energie der Geister. Greift so normal an und so hat er das Fotoobjektiv. Taschenlampe, mit der man Fotos machen kann. Das ist mal Hightech. Ah, fuck, gespiegelt, echt. Da man sieht doch jetzt mehr, jetzt sieht man doch beide Augen, oder ist das jetzt ein unterschiedliches Bild? Tagebuch.
Notiz von Haibara Assistenten. In Anerkennung meiner Forschungsergebnisse über Hirnnerven erhielt ich eine Position als Assistent von Dr. Haibara von der Haibara Klinik auf der Insel Rogetsu. Dr. Haibara ist führend in der Forschung des Mondlichtsyndroms, MLS, einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses, die man ausschließlich auf dem Rogetsu-Archipel befindet. Nach dem, was ich über MLS gelesen habe, handelt es sich dabei um eine mehrschichtige Geisteskrankheit, bei der Gedächtnisverlust von auffälligen Verhalten wie Schlafwandeln begleitet wird. Jedoch gibt die Krankheit zahlreiche Rätsel auf. Es ist weiter unklar, warum diese Krankheit nur auf dieser Insel auftritt und wodurch sie verursacht wird. In Anerkennung meiner Forschungsergebnisse über Hirnnerven... Dr. Haibara hat eine ganze eigene Herangehensweise an das Mondlichtsyndrom. Die von ihm entwickelte Behandlungsmethode bedient sich unter anderem einer Form von Musiktherapie, die Gebrauch macht von dem über die auf der Insel überlieferten Mondklang. Sie ist in der Psychiatrie beispiellos und könnte unsere Disziplin in Zukunft vor entscheidend voranbringen. Seine Forschung verspricht nicht nur Heilung für die MLS-Patienten, sondern auch Aufschluss darüber, wie das Gedächtnis der Psyche beeinflusst. Wie das Gedächtnis die Psyche beeinflusst. Es ist wirklich faszinierend. Ich bin mir sicher, dass die Arbeit und der Dr. Haibara eine wertvolle Erfahrung für mich sein wird, die ich auf dem Festland kaum hätte machen können. Ja, du hättest aber wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du hier dann weggesnackt wirst von irgendwelchen Geistern. Krankenakte Asagi Hisuki. Weiblich 6 Jahre, Altbau 2. Stock. Die geschilderten Symptome wie Gedächtnisverlust und Angst von Spiegeln entsprechen in ihrem Muster dem Mondlichtsyndrom, MLS, und wurden entsprechend diagnostiziert. Der Fortschritt des Symptoms ist moderat. Auf Anordnung von Dr. Haibara wurde für nächste Woche ein chirurgischer Eingriff bei der Patientin eingesetzt. Solche Eingriffe wurden bereits bei 2 Patienten mit weitergehenden fortschrittenden Symptomen vorgenommen, jedoch ohne ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen. Wir hoffen, mit diesem Eingriff bei einer Patientin mit relativ leichten Symptomen eine Behandlung für MLS-Patienten im frühen Stadium zu finden. Daher muss dieser Eingriff vor allen Beteiligten ausführlichst dokumentiert werden. Darüber hinaus ist gegenüber der Patientin in ihrer Angehörigen in dieser Sache absolut stillschweigend zu wahren. Also die haben hier Experimente an denen gemacht. Jetzt hab ich sie nicht erwischt. Scheiße. Nur noch mehr, im Namen sind vermerkt, scheinbar alles Männer. Die Namen der hier untergebrachten Patienten sein. Ah, da ist was. Gefunden. Illustriertes Tagebuch. Sie haben mich vorgestern operiert. Bei einigen wurde es nach der Operation noch schlimmer, deshalb wollte ich nicht, dass sie mich operieren. Aber der Doktor sagt, alles ist in Ordnung. Seit der Operation ist es ganz rot in meinem Kopf. Es tut so weh. Mein Haar ist ausgefallen. Da musste ich weinen. Es war Blut mit meinen Tränen. Und Mama und die Ärzte sagen, dass alles in Ordnung ist. Mein Kopf ist rot und ich habe das Gefühl, dass ich mich auflöse. Es tut so weh. Hoffentlich hören die Schmerzen bald auf. Durch den Gang laufender Assistent. Dass solche Bilder hier immer wieder sein müssen. Oh, wen haben wir denn hier? Kleine böse Puppe. Was ist denn im Raucherbereich? Schau mal, schon in die Zigaretten oder was? Lager ein Schlüssel eingewickelt in ein Stück Papier. Operationsvorbereitungsraum. Karte der Klinik. Erster Stock. Da kommt jetzt das zum Tragen, was wir ja am Anfang gesagt bekommen haben. Erster Stock ist Erdgeschoss.
Mann am Fenster. Da hinten ist auch eine Lampe. Unterwegs zum Operationssaal. Ja. Alter, lass mich jetzt doch abspeichern. Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mal bei euch fürs Zuschauen, wenn jetzt nicht nochmal was passiert. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Project Zero. Es ist einfach geil, ich liebe diese Atmosphäre, dieses Dunkle und dieses Rauschen und das ganze Zeug. Oh, eine Gänsehaut. Und dann in anderen Spielen nerven mich Jumpscares zum Teil, aber hier ist es einfach nur geil mit diesen Geistern und dann auch, wenn die Kleine ums Eck schaut und dann, ich möchte nicht operiert werden. Puh. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.